Oje. Auf dem Stockwerk voll mit Albanern, aber nette Leute. Das ist für Verwahrung, da kommst du niemals mehr raus. So. Ja, das ist der Herr Vicari. Was soll ich in einem Hochsicherheitstrakt? Ich habe mir mein ganzes Leben ferngehalten von Verbrechen und verbrecherischer Leute. Was soll ich da? Der Herr Vicari, das kommt von der Richter, ne? Da wollte Statthalter werden. Kommt von dem Vicari Foranei. Das waren die Untersuchungsrichter im Mittelalter, die dir einen Auftrag gegeben haben, die Frauen zu foltern. Und dieser Typ ist noch ein Nachfahre von denen und über die Generation, über die Jahrhunderte hinweg macht er noch immer das Gleiche. Ich habe mich immer ferngehalten von Verbrechen. Sie wollen einfach die Gefängnisse füllen und immer oft auf alte Schlösser, weil das waren ja die Adlige, diese Sar, so wie in einem Sarkophag oder Caesar, der König von Rom. Damit sie nochmal Geld dran verdienen, weil es ist zu groß, um drin zu wohnen. Und wir wissen ja, dass eine Zelle kostet mehr Geld, kann man viel mehr vermieten als der teuerste Hotelsuite im allerteuersten Hotel. Also das ist ein riesen Business. Und hier in der Schweiz, Pharaonenzentrum Nummer 1, der Swiss Sir Isis oder Swiss Schwester der Isis. So, einen kurzen Blick auf den Emmental hier, das sah ich immer aus meiner Zelle. Aber jetzt bin ich raus und jetzt kann ich sie zeigen da, was hier dreht. Jetzt kommen die Konsequenzen. Und hier gab es bis 1978 noch Sklavenkinder, die Verdingkinder, also die Kinder, die nicht mal ein Ding waren. Ja, die saubere Schweiz. So. Also hier in Kanton Bern, Oberburg, also wir sehen hier überall die Sonnenhieroglyphen, also wirklich da eine. Dreieckte Freimaurer. Die wollen das verkaufen oder so, Graf Riedi. Naja, das ist vom Grafen Riedi, das ist ja klar. Das ist altes Behördengebäude hier. Überall, auf die andere Seite ist auch noch voll. Das heißt, wir sind schon hier. Im Mittelalter vor allem war das ein sehr wichtiges Zeichen. Das heißt, hier kannst du anklopfen, wenn du auch pharaonischem Blut bist. Und wir machen sie fertig, die Europäer, von innen hinaus. Wir werden uns hier organisieren. Macht das Haus nicht kaputt in Zeiten des Krieges, tötet die Menschen nicht. Und wir vermischen uns und wir sind nicht mehr zu erkennen. Wir nehmen alle Schlüsselpositionen ein. Geheimzeichen, also in einer Zeit, dass es noch kein Telefon und Handy und Internet gab. Sehr klug, oder? Aha. Okay. So, da sind wir hier im Burgdorf. Da sehen wir da die Sonnenhieroglyphe. Und die Isis mit dem Bündnis, was sie trägt. Und Dreieck der Freien Mauer. Ja, was willst du noch mehr? Ja. Im Burgdorf vor dem Mikro. Also Geheimzeichen, das heißt, wir sind schon hier. Ne? Und ja, das sind Freimaurer, Pharaonen, die das hier besitzen, das Haus. So, noch immer im Burgdorf. Man sieht hier Dreieck der Freimaurer. Und die Sonnenhieroglyphe vertikal zweimal und nochmal. So. Wir verstehen jetzt, was es heißt. Ne? Das ist eher ein Wohnhaus. Und vor allem so vor ein paar hundert Jahren war das alles Geheimzeichen. Okay. Ja, das ist dann Hindelbank hier, der Obelisk mit Knospe auf der Bernstraße, der Hauptstraße. Und da unten ist noch der Teufel da. Man sieht, ja, da ist er, genau. Zwei Hornen drauf. In Hindelbank vor dem Coop auf der Hauptstraße. Obelisk mit Brünneli. Der Obelisk steht für den Gott Osiris und der Brunnen für die Göttin Isis. Manchmal ist es dann auch ein Fluss, so wie die Aare. Okay. Das weibliche Element ist das Wasser, ne? Und das männliche Element ist der Phallus oder der Penis. Das Symbol für ihre Kriegsführung.
Wir vermischen uns erstmal mit der Lokalbevölkerung und nach fünf Generationen sind wir nicht mehr zu erkennen und bekämpfen unser Feind von innen hinaus wie ein Virus. So machen sie das. Das ist die Gemeinde in Hindelbank, ein ganz großes Pharaonenkaff. Das ist wie eine Pyramide hier. Das ist kein Zufall, wie die Basis von einer Pyramide. Jetzt gehen wir ein bisschen näher. Da ist der Obelisk vor der Gemeinde mit einer Pyramide sogar darauf. Und das ist das Dreieck der Freimaurer. So, ja, wer regiert hier? Die Schweizer? Nee, vergiss es. Ja. Sie sind überall auf alle Schlüsselpositionen. Und ja, die bekämpfen uns von innen hinaus wie ein Virus. Sie sind nicht mehr zu erkennen. Es gab hier damals die Frau Rissler, eine Vollpharaonin, eine Sozialarbeiterin. Und tja. Okay, gut. So, was ist das für ein Baum da? Ui, da möchte ich nicht wohnen mit solchen Bäumen in so einem Wald. Aber wir kamen für das. Neben der Feuerwehr in Hindelbank, Obelisk, mit die Erddomination darauf, überall auf Schlüsselpositionen, die Feuerwehr. Früher war sicherlich etwas anders hier, vielleicht eine Kaserne, so mit Pferden und Ross und so. Ja, der Feind im Innern. Oh, so ein schöner Baum und die Sonne, die da durch scheint, ganz schön. Aber wir kamen nicht für das. Was stehe ich denn da? Wieder ein Obelisk. Hier ist ja auch irgendwelche Kirche daneben. So ein Ding. Obelisk mit Weltdomination. Und natürlich mit Brünneli für die ISIS. Und die Name Schwyz kommt auch von der ISIS. War früher war der Schwester ISIS, die Schwester der ISIS. Und nachher ist es dann Schwyz geworden, weil auf Altdeutsch haben die S und die Z ähnlich geschrieben. Und die Templer, die haben das dann Swiss genannt erstmal, Swiss Sœur Isis, Le Sœur d'Isis. Und 18. Mai ist die letzte Templerbastion gefallen, nur 2,5 Monate später, im gleichen Jahr 1291, 1. August, hat man die Schweiz gegründet, also die Zeit, um zurückzukommen in der Schweiz. Und dann sind sie alles Gold und Reichtümer aus Jerusalem und Ägypten, was sie da geholt haben, haben sie da in der Schweiz versteckt, da in der Innerschweiz, wo für ganz viele Grotten und Bergen und Wälder und Flüsse und Meere sehr gut zu verteidigen. Alles ist da, ne? Wo es auch die Familie von Reding gibt, mit 2 großen Obelisken vorm Haus, wahrscheinlich die älteste in der Schweiz. Da ist noch so ein Patrizierhaus und alles daneben. Die Hauptstraße in Hindelbank, dies ist aus 1780, da mit dem Reiter, das Pferd da drauf. Haben wir auch beim Schloss Spitz gesehen. Und das ist der Obelisk mit den 4 Elementen: Wasser, Feuer, Luft und Erde. Sehr wichtig für den Pharaon. Und mit der Erddomination. Der ist ziemlich renoviert. Also, das ist die Familie Vici, die ganz Hindelbank regiert und sehr viel Macht hat hier. Sind wohl reine Pharaonen. Ja, jetzt sind wir hier beim Schloss Hindelbank. Jetzt ist ein Frauengefängnis. Das sind Frauen, die werden niemals mehr rauskommen. Da sehen wir das Dreieck mit einem Templerkreuzer drin, das Dreieck der Freimaurer. Und das ist auch eine Art von Sonnenhieroglyphe da auf dieser Feolade. So vertikal. Ich hatte es noch nie gesehen in diesem Stil. Das ist ein bisschen ja, ein moderner Schlag. Moderne Touch dran gegeben in ein längst vergangenem Zeitalter. Naja, da gab es auch mal Leute, die modern sein wollten. Ne? Ja, da sieht man den Rest vom Gefängnis. Da ist das Tor. Ich gehe mal nicht näher dran, weil die beobachten uns sicher schon. Und in dieser Diktatur wird man also bald verhaftet und nehmen dir den Film weg und so Sachen oder den Chip oder die Kassette dahinter. Man sieht es jetzt nicht, das ist dann der Rest vom Frauengefängnis. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Ja. Und nochmal, so wie man das beim Schloss Thorberg auch gesehen hat, es bringt sehr enorm viel Geld in die Kasse der Pharaonen, um ihre Schlösser für einen wahnsinnig hohen Preis da zu vermieten. Und es ja, das ist
mehr Geld kostet eine Zelle als das beste Hotel. Ne? Ja. Obwohl die Lebensqualität ist ja nicht so hoch natürlich. Ja, so, Hindelbank, Frauengefängnis. Tja, das ist hier Judenfriedhof in Wangdorf in Bern. Da mit all diesen Buchstaben. Hier hat es ein ganzes Obeliskenwald wie in Ägypten. Anwalt, Nationalrat, auf Schlüsselposition natürlich. Vor wie in Ägypten hier. Das ist eine ganz interessante hier, ganz alte, das steht auch ganz schief mit alle so Symbole da drauf. Da, dahinter, überall. Dann noch mehr. Da wie eine Freimaurerloge mit dem Dreieck der Freimaurer, mit Säule, mit dem Bündnis hier. Alles drauf und dran. Bloch. So wie in Blocher. Ne? Ist ja klar. Tja. Voll mit Obelisken hier. Da noch ein riesen Ding da. Überall wo man guckt, links rundum da. Überall. Da noch. Und da, ich glaube, das ist der größte, die hier steht. Das ist ein Riesending. Tja, und die Juden, die sagen uns, wir waren 430 Jahre Sklave, 430 Jahre lang Sklave bei diesen Pharaonen. In Ägypten, die haben unsere Kinder den Schädel reingeschlagen. Tja, also wieso setzt sie dann das Symbol des Feindes auf ihr Grab? Ja? Sie lügen. Hier ist es Beweis, dass Juden sind Pharaonen. Also nicht alle, es ist sehr kompliziert. Es gibt pharaonische Juden und hebräische Juden. Die Hebräer waren eigentlich das erste Opfer von diesen Pharaonen. Und weil die Pharaonen sich immer unter sich vermischt haben, ist durch diesen Inzucht des Körpers kaputt gegangen und brauchte sie ein neues Körper. Die Kinder sind tot geboren worden, Spini Bifida, oft krumme Rücken, Plattfüße. Und dann haben sie das Volk der Hebräer genommen, 430 Jahre lang, Kinder den Schädel reingeschlagen, steht alles in der Bibel. Und Männer in der Sklaverei geführt und mit den Frauen haben sich vermischt. Und die Kinder, die aus dieser Vermischung rausgekommen sind, die in Anspruch gekommen sind, um das pharaonische Wissen aufzunehmen, die hat man eingeweiht in ein Freimaurertempel mit zwei Obelisken, also der Jachim und der Boas. Und so ist der pharaonische Geist gerettet worden und ist in den Körper eines anderen Volkes übergegangen.